Wir sind in Kiew, am Hauptplatz Kiews, Maidan. Und wir machen jetzt eine Führung durch die Orte der Revolution der Würde. Hier war der Anfang der Revolution, wo Tannenbaum 2013 aufgestellt war. Ihr seht die Gedenktafel dafür. Seit anderthalb Jahren haben wir mehrere Infotafeln mit Infos über die Revolution of Dignity, Revolution der Würde. Hier finden Sie immer Fotos, Landkarte, orange für Protestenlager und blau für Regierungskräfte und wieder Fotos. Daneben, neben dem Hauptplatz, Hauptpostamt, gab es die Szene zum Beispiel. Auf der anderen Seite der Gedenktafel finden Sie immer Zitaten auf Ukrainisch und Englisch und ein paar Infos über die Gegenstände, Artgegenstände, hier zum Beispiel das Klavier. Im Gewerkschaftshaus, Haus der Gewerkschaft, gab es Zentrum für oppositionelle Kräfte, Pressezentrum, und das Gebäude war abgebrannt. Und vor kurzem wurde das Haus restauriert. Hier beat the heart of People's Maidan. Das Herz des Maidans war hier im Haus der Gewerkschaft. Und jetzt befindet sich hier ein Teil des künftigen Museums. Gehen wir rein. Draußen ist Maidanplatz und hier im Teil der des künftigen Museums gibt es Ausstellungsraum mit Infotafel. Zum Beispiel finden Sie hier Infos über Memorial, ein künftiges Museum. Hier finden Sie Infos auf Ukrainisch und Englisch. So sieht der künftige, das künftige Museum aus. Hinter meinem Rücken finden Sie die Ausstellung über die Ereignisse auf dem Maidan oder Euromaidanplatz. Hier gibt es mehrere Fotos und kurze Infos auf Englisch und Ukrainisch. Auf dem Boden sehen Sie hier ein Map, eine Karte über diese Ereignisse, und drauf finden Sie wieder Fotos und Infos auf Englisch und Ukrainisch über die wichtigsten Punkte. Wie Sie im Video gesehen haben, auf Brennholz hat man während der Revolution der Würde einen Namen, ein Datum und ein Ort geschrieben. Und hier zum Beispiel schreibt man heutzutage Fabian, Stuttgart, Germany und andere Namen. Ich schreibe jetzt auch meinen Namen und meine Stadt hier. Auf den Infotafeln gibt es auch manche Begriffe, Glossary, wie zum Beispiel über die Selbstverteidigungshundertschaft. Und wir befinden uns auf der Allee der Himmlischen Hundertschaft, auf der Kreuzung mit der Hauptstraße Khreshchatyk.
wo sich der Rote Kreis befindet, entsteht irgendwann ein Gebäude für Maidan-Museum. Viele Menschen fielen zum Opfer gerade hier auf der Allee der himmlischen Hundertschaft. Auf noch einer Gedenktafel sehen wir die Bilder aus der ersten Linie mit der Barrikade. Und hier sind die Reste der Barrikade. Auf der Aussichtplattform über Maidan sehen wir ein Bild über den sogenannten Marsch von Millionen am Anfang der Revolution. Sie können den Platz vergleichen. Und wir sehen, wie dieser Platz am Ende mit Asche wie nach dem Schlachtfeld aussah.